Aristoteles wurde im Jahr 384 v. Chr. Im thrakischen Stagira als Sohn des königlichen Leibarztes Nikomachos geboren. Aristoteles, der auch den Beinamen der Stagiriten nach seinem Geburtsort führte, verlor früh seine Eltern. Er wuchs bei einem Verwandten, Proxenus, auf. Dieser unterrichtete ihn in naturwissenschaftlichen Fächern, was ihm wohl später in seiner eigenen Beschäftigung mit Naturwissenschaft zugute kam. Im Alter von 17 Jahren zog Aristoteles nach Athen und wurde in Platons Akademie aufgenommen. Er hielt sich dort bis zum Tod von Platon beinahe 20 Jahre auf. Er lernte schnell und hielt bald selbst Unterricht. Neben der philosophischen Beschäftigung wandte sich Aristoteles der Musik, Naturwissenschaft, Psychologie, Metaphysik, Poetik und Rhetorik zu. Nach dem Tod von Platon im Jahr 347 v. Chr. Verließ Aristoteles Athen aus politischen Gründen. Er hielt sich beispielsweise in Assos in Kleinasien auf, wo er einen ehemaligen Mitschüler, Hermias, besuchte. Dieser war Fürst von Artanois. Aristoteles heiratete dessen Adoptivtochter Phytias. Im Jahr 342 v. Chr. Begab er sich für 3 Jahre an den Hof von Philipp II., König von Mazedonien, und übernahm die Erziehung von dessen 15-jährigem Sohn, der später in die Geschichte als Alexander der Große eingehen sollte. Im Jahr 335 v. Chr. Kehrte Aristoteles nach Athen zurück. Dort eröffnete er seine eigene Schule, die sogenannte Peripatetische Schule. Sie wurde nach dem Wandelgang Peripatos Minus benannt, wo er lehrte. Aristoteles betrieb nicht nur eine ausgedehnte Lehrtätigkeit, sondern auch umfangreiche Forschungen. Zu seinen Bildungseinrichtungen zählte eine umfangreiche Bibliothek mit zum Beispiel über 150 Staatsverfassungen oder auch Sammlungen von Tieren und Pflanzen. Finanziell großzügig unterstützt wurde er von Alexander dem Großen. Nach dessen Tod im Jahr 323 v. Chr. Befreiten sich die Athener von der makedonischen Herrschaft. Da Aristoteles nicht nur mykdonischer Herkunft, sondern auch der Erzieher des Kriegsfürsten gewesen war, musste er befürchten, wegen Hochverrats angeklagt zu werden. Er floh aus Athen und begab sich auf die Insel Euböa nach Chalkis. Die Philosophie Aristoteles gilt als wirkungsstärkste aller Philosophien. Diese Bedeutung wird dem philosophisch-wissenschaftlichen Disziplinensystem zugeschrieben, von dem aber seine Ausarbeitungen nur lückenhaft erhalten sind. Die Basisdisziplinen bilden dabei die Logik und die Metaphysik. Die Inhalte seiner philosophischen Disziplinen teilte er ein in die theoretische, praktische und poetische Philosophie. So ist bei ihm die Physik bzw. Naturphilosophie zunächst die Lehre von der endlichen Erde, von den 4 Elementen, von den 4 Qualitäten, von den 6 Arten der Bewegung, von den 2 Arten von Kräften und den 3 Ursachen, Arten. Besonders die Naturphilosophie des Organischen ist bei Aristoteles weit entwickelt.
als oberste Wirklichkeit erkennt der Philosoph Gott. Da definiert das Denken und die Vernunft als das eigentliche Menschliche und baut eine Verbindungskette zwischen Mensch, Tier und Pflanze, indem er Gemeinsamkeiten feststellt. Zur Ausübung der praktischen Tugend, die nicht ausschließlich von der Vernunft beherrscht werden kann, rät der Philosoph die Vermeidung von Extremen und die Suche nach einem Mittelweg. In der Politik fasste er den Menschen als Zoon Politikon auf, als ein Lebewesen, das gemeinschaftlich mit anderen Lebewesen zusammenlebt. Die Gemeinschaftsformen sind Familie, Gemeinde und Staat. Aristoteles' Vorstellungen vom Staat orientieren sich an der Realität. Dabei sollen keine Idealverhältnisse angestrebt werden, sondern eine Verfassung, die zu den bestehenden Gegebenheiten am besten möglich ist. In seiner politischen Philosophie findet besonders die Jugend Beachtung, die leiblich und sittlich erzogen werden soll. Aristoteles erkennt in seinen Schriften als gute Staatsformen die Monarchie, die Aristokratie und die angeschränkte Demokratie an. Aristoteles gilt als der Begründer der Logik, die er als Analytik bezeichnete. Er erläutert seine Disziplin in den Werken Organon. Kategorien, De Interpretatione, Analytica Priora, Analytica Posteriora, Logik und sophistische Widerlegungen. Die theoretische Wissenschaft Metaphysik, Physik, De Anima, Historia Animalium, De Genera Dione et Creatione, De Genera Dione Animalium und De Partibus Animalium, praktische Wissenschaft Nikomachische Ethik, Eudemische Ethik und Politik, sowie poetische Wissenschaft Rhetorik und Poetik. Aristoteles starb im Jahr 322 v. Chr. Auf der Insel Euböa. Im 1. Jahrhundert v. Chr. Wurden Aristoteles' Schriften von dem Peripatetiker Andronikos von Rhodos als Sammelwerk herausgegeben.